So, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Wallace & Gromit in der Hummelflug. Aus meinem Laden, ja? Ja. Alles wunderbar. Mein Energy ist am Start. Ich kann wieder, ja, kommentieren. Und zwar, ja, Moment. Probieren wir einfach mal alles aus hier. Schlagen wir die mal mit der Pfanne. Spannende Sache, das. Ich kann keinen Moment still sitzen. Oh nein, das tust du nicht. Weg mit dem Ding. Okay, dann lass mal die Pfanne da weg. Was haben wir denn sonst noch? Die Schallplatte brauchen wir hier nicht. Willst du einen Anrufbeantworter haben? Oh, scheinbar war das richtig. Ja, Gabberly hier. Ich krieg nur ungern zu Kreuze, aber gestern habe ich mich doch im Ton vergriffen. Die alberne Schießbudenfigur ging wirklich zu weit. Was ich gesagt habe, nehme ich zurück. Hier sind doch eigentlich alle froh, dass so ein Juwel bei uns in der Nachbarschaft wohnt. So, so. Der Kampfhund hinkt heim. Na, na. So schlimm war es doch nicht, oder? Bist du das, Winnie? Ist dein eisiges Schweigen gebrochen, ja? Das Schweigen ist überflüssig, jetzt wo du etwas Demut gezeigt hast. Demut? Ich? Niemals! Mich legst du nicht rein! In deiner harten Schale steckt ein weicher Kern und ich weiß es. Ich muss mein Hirn untersuchen lassen. Habe ich doch den Laden glatt offen gelassen, wo die Stadt von Riesenbienen nur so wimmelt. Bist du nicht ganz bei Trost, Winnie? Bleib hier, sage ich! Oh, Winnie Gabberly. Okay, die scheinen ihren Spaß zu haben. So. Alles klar, gut. Jetzt kann ich wahrscheinlich da diese Pfanne hinstellen. Scheint ja vorhin super funktioniert zu haben. So. Verschau ich mal die? So, jetzt fliegen die rüber und werden hoffentlich von der Pfanne weggehauen. Ah, okay, so geht's auch. Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Pernier. Die Straßen dürften jetzt von den Bienen befreit sein. Dem Himmel sei gedankt für die Jungs in Blau. Nun muss ich Sie bitten, mich aufs Revier zu begleiten. Da sind noch einige Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Nichts allzu Kompliziertes. Aber gerne. Es sind Bürger wie Sie, Herr Pernier, die meinen Beruf zu einem Vergnügen machen. So. Da bin ich doch schon mal ein ganzes Stück weitergekommen. Das wurde aber auch irgendwie mal Zeit, muss ich mal dazu sagen. Wir sind ja irgendwie schon ein bisschen hinterhergehinkt, hm? So, ich denke mal, jetzt können wir zu Wallace und dem Bescheid sagen, dass er mal die Alte da vom Baum runterholen soll. Ich meine, die kriegen ja wahrscheinlich so langsam ein kleines bisschen Krämpfe in den Armen. Nein, das soll nicht heißen, Frauen sind schwach, bevor jetzt irgendwelche Kommentare in dieser Richtung kommen. Das soll einfach nur heißen, hallo, wie lange hängt ihr jetzt schon da? Ich werde später mal gucken. Ich weiß, ah. Wachtmeister Dibbins. Ja, wie gesagt, er ist wirklich gut ausgebildet. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Gute Arbeit, mein Junge. Sieht so aus, als hättest du der Downtown-Gang den Garaus gemacht. Aber solange sie noch so riesig sind, ist erst die halbe Arbeit getan. Ich kümmere mich am besten um eine reverse Wachstumsformel. Du hast also alle Bienen beruhigt, Gromit? Guter Junge, ich wusste ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hilfe, Wallace! Zu Hilfe! Das klingt nach Fräulein Flitter. Yep. Hilfe! Holt mich hier runter! Nur keine Aufregung! Ich komme schon, Fräulein Flitter! Oh je, sieht aus, als hätte ich die falsche Garderobe gewählt. Geschmackvoll. Ja, lass die Frau in Not warten. Nicht weglaufen, Fräulein Flitter! Mein
Retter? Wenn's dann so einfach war das, Fräulein Flitter. Meine Wachstumswunderformel hat zu ein paar ziemlich großen Problemen geführt. Ich hoffe, Sie entsorgen diese Höllenbrut. Sicher, ich kümmere mich darum. Ich versichere Ihnen, dass wir uns auf sichere und humane Art um das Bienenproblem kümmern. Na Gott sei Dank. Aber hatten Sie denn keine Angst? Ganz allein einem wütenden Schwarm Riesenbienen gegenüber. Ich nehme an, es klappt nur bei innerlicher Anwendung. Sie waren natürlich stark in der Überzahl, aber ich habe Ihnen mal gezeigt, was eine Harke ist. Und dass Sie besser abschwören, wenn ich komme. Ich war in Panik. Das ist verständlich, Fräulein Flitter. Ich selbst fühlte mich auch ab und zu etwas verstört. Aber immer einen kühlen Kopf bewahren, das ist mein Motto. Den Gegner fest im Blick behalten und nicht gleich in die Luft gehen. Und der Hund darf wieder richten. Wetten wir? Lass mich runter! Lass mich runter! Sie hat mich! Ach du bärtige Biene! Die Königin will mich zu Gelee Royal verarbeiten! Diese Undankbarkeit! Nachdem ich hier einen Tip-Top-Bienenstock gebaut habe, dazu ein magnetronisches Nextraktor-Supergerät, um ihnen das harte Honiggeschäft zu versüßen. Ach, so langsam kommen mir Zweifel, ob es gut war, diese Wachstumsformel überhaupt zusammenzumischen. Ich sollte sie wegwerfen. Hey! Sachte alte Dame, kein Grund, sich aufzuregen. Wenn wir uns alle beruhigen, wird hier keiner verletzt. Oh je, im Bienenzüchterhandbuch steht nichts über Entführungen. Hilfe! Hilfe! Krabbit! Braver Junge, ich wusste ja, du würdest es schaffen. Rauf mit der Leiter, mein Junge. So. Jetzt haben wir wieder Kontrolle über Gromit und müssen den etwas dämlichen Wallace retten. Schalten wir doch mal auf den Autopiloten. So, jetzt können wir hier machen, was wir wollen. Was haben wir hier? Wir haben eine Kurbel. So, gibt es ja sonst noch irgendwas zu tun? Was ist das? Aha. Das? Okay, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht, aber ist schön zu haben. Alles klar, dann... Worauf wartest du noch, Gromit? Hoch mit der Leiter! Was haben wir hier? So, dann klettern wir mal raus. Aha, da wissen wir doch auch gleich, wo die Kurbel hingehört. Gut so, alter Freund. Und jetzt hoch mit der Leiter. So. Oh, ho. Oh je. Jetzt ist die Leiter kaputt und die Ersatzleiter liegt zu Hause. So war's aber auch jedes Mal. Mein Gott. So. Komm her, Wallace. Fass mal mit an, Gromit. Es ist zwecklos, Gromit. Sie lässt nicht los. Stocher. Autsch! Jetzt drückt sie umso fester zu. Okay, was haben wir denn noch zum Inventar? Das hilft uns wahrscheinlich gerade gar nichts. Klettern wir aber wieder runter. Okay, gehen wir mal wieder rein, wenn wir rausfinden. Aha.
So. Hilft es vielleicht, wenn wir nochmal das Radio anmachen? Scheinbar nicht. Das hilft uns wohl auch nicht weiter. Kann man den Gorgonzola da rein tun? Nein. Klettern wir nochmal raus. So. Gorgonzola mit dem Hühnchen. Ah, wir sollten das Hühnchen mal auf Seite wischen, denke ich. Stimmt, es gab ja noch einen Scheibenwischer. Hab ich ganz vergessen. Ich glaube, das war der hier. So. Tut mir leid. Ja, okay. Man sollte vielleicht ja noch nach oben. Holen wir uns die Feder. So, vielleicht können wir die Bienenkönige damit auskitzeln. Du wirst dir einen Plan B ausdenken müssen, Grommel. Jo, schon dabei. Festen Boden unter den Füßen. Gut gemacht, Gromit. Gromit? Gromit! Alles in Ordnung, mein Junge? Beachtliche Vorstellung. Wir haben den kleinen Zwischenfall ohne größere Blessuren überstanden. Das kann ich aber vom Autopiloten leider nicht behaupten. Ah, der Autopilot! Oh je! Sieht aus, als sei noch nicht alles ausgestanden. Schau mal hinter dich, Gromit. Halt sie in Schach. Ich versuche, sie hier drin loszuwerden. Okay. Ja, Modern Warfare 3 oder so. Auf die Flügel? Ja, ich treffe scheinbar immer auf derselben Stelle. Okay. Muss ich dir einfach ein paar Mal ins Gesicht schießen oder so? Scheinbar nicht. Ich brauche eine andere Konsistenz, glaube ich. Was hast du denn noch im Inventar? Goldruten? Besser nicht. Dem Honig fehlt noch das gewisse Etwas. Aha. Ah, genau. Jetzt machen wir die Biene einfach zu fett. Dann müsste das klappen. So, schalten wir wieder zu Gromit. Wenn ich fett bin, wer fährt dann? Ja. Zu Gromit schalten. Zeig's ihr, Gromit. Was ist das? Nicht? Das? Ich hätte mit mehr Erfolg gerechnet. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Jetzt verpasse ich auch noch meine Lieblingsradiosendung. Okay, das hat keinen Effekt. Das hat er da reingekippt. Radio. Das macht die Luke zu. Was macht das nochmal? Okay. Schlag sie mit ihren eigenen Mitteln, mein Junge! Friendliest of beasts, you are there. Any amount of abuse or indignity
so long as he's allowed a place to curl up at his master's feet. But if he's ever separated from the master, immer noch nicht. Das war scheinbar immer noch nicht alles. Als ob wir nicht schon genug am Das ist Zeitverschwendung. Aha. Ich denke, das ist die Lösung. Drück erst ab, wenn du das Weiße in ihren Augen sehen kannst. Aha. Wir haben sie, Gromit. Tolle Teamarbeit, mein Junge. Tolle Teamarbeit, mein Junge. Ich hab's, Gromit. Ich hab das Gegenmittel für diese verflixte Wachstumsformel. Jetzt sind wir unserem Bienenproblem gewachsen! Es gibt da nur eine winzige Schwierigkeit. Oh. Mann. Du bist dumm. So, das war's dann wohl auch mit Wallace und Gromit in der Hummelfluch. Ja, mir persönlich hat das Spiel eigentlich relativ gut gefallen. Es war witzig, es war abwechslungsreich. Ja, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Es war auch leider Gottes der bisher letzte Teil. Das heißt, ich werde wohl gucken müssen, was ich als nächstes stattdessen einbaue. Ja, und wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Let's Play wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!